Haut-Detox. Über die Feiertage haben wir relativ viel Zucker, Öl oder auch Milchprodukte zu uns genommen. Und manchmal merkt man, dass die Haut dadurch etwas schlechter wird. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch ein Riesenthema. Heute geht es genau darum. Mein Name ist Dr. Lies Martin, Hautärztin in Weiterbildung. Und Haut- und Unverträglichkeiten sind ein Stichwort, das viele kennen. Zum Beispiel im Rahmen der Neurodermitis. Da behandeln wir das auch mit. Und deswegen werden wir heute ganz systematisch durchgehen, falls man den Verdacht hat, darunter zu leiden, was man überhaupt genau tut. Bevor wir uns mit den Unverträglichkeiten beschäftigen, lautet die erste Frage, wie gelangen überhaupt die Nährstoffe von außen in die Haut? Und da ist es sehr einfach. Über den Darm werden die Nährstoffe resorbiert und befinden sich in unserem Blutkreislauf. Unsere Haut wird auch versorgt durch Blutgefäße und darüber gelangen dann die Nährstoffe von innen nach außen in die Zellen. Jetzt kann man sich vorstellen, es gibt eine bestimmte Menge an Vitaminen, an Mineralstoffen, die man zu sich nehmen sollte. Und wenn irgendetwas fehlt, dann merken wir das meistens nicht nur an der Haut, sondern auch an anderen Zellen. Zum Beispiel auch im Bereich der Nägel, Haare oder auch der Muskulatur und dem Bindegewebe kann man über lange Zeit hinweg bemerken, da ist ein Defizit, es fehlt, denn die unterschiedlichen Stellen werden brüchiger, schmerzender oder verlieren an Elastizität und Glanz. Wenn man nun Zucker zu sich nimmt, zum Beispiel in Form von Kuchen oder Plätzchen, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Das aktiviert das Insulin und Insulin sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel wieder reduziert wird. Aber so einfach ist das Ganze leider nicht. Es gibt eine komplexe Wirkkaskade und andere Stoffe, Hormone werden auch getriggert. Unter anderem das Insulin-Grow-Hormon. Das bedeutet, dass über eine andere Stufe plötzlich auch die Talgzellen mit angeregt werden. Und ja, das ist ein bisschen schwierig, denn die Talgzellen, wie man weiß, sind ja nichts anderes als die Ursache für Pickel und Hautunreinheiten. Und wenn die Talgdrüsen oder die Talgzellen angeregt werden, viel Talg zu produzieren, über diese Wirkkaskade entstehen dann plötzlich die Hautunreinheiten. Für solche Fälle haben wir bei den Erkrankungen, wo die Nahrung als Triggerfaktor sehr offensichtlich ist, wie bei der Akne, für unsere Patienten, die uns über die App kontaktieren, auch einen Ernährungsplan zusammengestellt. Da schreiben wir ganz detailliert, worauf man achten sollte, damit die Haut eben durch die Ernährung positiv und nicht negativ beeinflusst wird. Jetzt haben wir hier 5 Tipps für das Thema Hautdetox. Nummer 1. Am besten 3 Liter Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Nummer 2. Ein Smoothie vielleicht auch mal mit Gemüse herstellen. Nummer 3. Auf Snacks zwischendurch, die den Blutzuckerspiegel anheben, am besten verzichten. Nummer 4. Nur dann essen, wenn man auch tatsächlich Hunger hat und nicht nur Appetit. Nummer 5. Man kann es auch mal probieren mit Intervallfasten. Das bedeutet, dass man 10, 12 oder auch 16 Stunden zwischen der Nahrungsaufnahme abwartet, damit sich der Blutzuckerspiegel etwas verringert. Solche Heilfastenintervalle können individuell durchgeführt werden. Am besten ist es, wenn man morgens bzw. mittags etwas frühstückt und die Pause dann eher zum Abend bzw. zur Nacht hin durchführt. Und jetzt noch eine wichtige Information. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind nicht zwingend Allergien. Und da sollte man wirklich aufpassen, wenn man den Verdacht hat, dass man an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder sogar Allergie leidet, hilft ein sogenanntes Ernährungstagebuch. Einfach täglich aufschreiben, was man zu welcher Uhrzeit zu sich genommen hat und die Beschwerden. Denn es kann sein, dass man vielleicht auch das falsche Nahrungsmittel im Verdacht hat und in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes. Durch dieses Verschriftlichen kann es einem visualisiert werden und uns Ärzten hilft es auch weiter. Ihr habt noch Fragen, die unbeantwortet sind? Dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Falls ihr übrigens Schwierigkeiten mit der Haut habt und der Ernährung, können wir euch auch über die Dermanostik-App mit unseren Hautärzten weiterhelfen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bei Instagram oder auch TikTok wiedersehen. Ciao!